Hallo, grüß euch. Ich habe wieder eine neue Seite im Art Journal heute. Diesmal ist das kein selber gemachtes Art Journal, sondern ich verwende das Dina Wegley Media Journal. Das erste, nicht das neue mit dem Jeansstoff, sondern das mit diesen Burlap Pages. Ich mag das Journal total gern, weil ich finde, das schaut einfach so richtig schön benutzt schon aus. Und ich finde die Papiere, also vor allem das Weiße, ist total klasse. Mit den Stoffseiten konnte ich nicht ganz so viel anfangen, aber ich verwende die dann einfach, um so ein paar Mixed Media Tags drauf zu klammern und dann schauen die eigentlich auch ganz gut aus. Ich habe jetzt schon angefangen und habe Gelatos, also diese Faber-Castell-wasserlöslichen Kreiden, auf meine Seite aufgemalt und bespritze das jetzt mit Wasser und verteile die Farbe mit dem Pinsel. Ihr kennt da jede andere wasserlösliche Farbe auch verwenden, also diese Neocolor Crayons, die funktionieren da auch gut, oder die Distress Crayons, oder halt von Marabu gibt es solche Art Crayons, also die kann man da genauso verwenden. Bevor ich die Gelatos drauf habe, habe ich noch mit Versamark Ink einen Hintergrundstempel gestempelt und das Ganze mit weißem Embossing-Pulver embossed. Den Schritt kann man natürlich auch weglassen. Das gibt einfach nur ein bisschen mehr Textur im Hintergrund. Zu den Seiten möchte ich auch noch schnell was sagen. Und zwar die Papiere sind handgemachte Aquarellpapiere. Die sind eher wie Stoff und die saugen wirklich sofort die Farben ein. Und man kann nicht so gut, finde ich, mit Aquarellfarben drauf arbeiten, weil die Farbe einfach sofort im Papier sitzt und sich kaum bewegen lässt. Und aus dem Grund verwende ich in dem Buch immer diesen Aquaground, also Aquarellgrundierung. In dem Fall habe ich die transparente genommen von Schminke, damit die Farben einfach ein bisschen Zeit haben und man ein bisschen mehr mit den Farben arbeiten kann. So, mein Hintergrund habe ich jetzt die erste Schicht getrocknet, weil ich möchte noch ein bisschen Blau dazu da und ich möchte natürlich nicht, dass sie das alles vermischt und dann wird das so ein braungrau. Und deshalb habe ich jetzt die erste Lage einfach mal getrocknet und gehe jetzt mit dem Blau noch ein bisschen drauf und das verblende ich einfach nur mit die Finger. Da nehme ich ein bisschen Wasser von meinem Malwasser und dann lassen sie die Farben eigentlich ganz gut verblenden. Wenn der Hintergrund komplett trocken ist, dann gehe ich mit ein paar Stempeln rein, um einfach ein bisschen Textur zu machen. Ich verwende Stays-on Inks, in dem Fall einfach, weil ich da gerade das Pink da habe und ich möchte jetzt dann nicht in Schwarz stempeln, weil das einfach so ein krasser Kontrast ist zum Hintergrund. Das glaube ich ist nicht so schön. Also ich verwende jetzt einfach den Pinken und ich darf jetzt eigentlich an der Stelle eher aufhören mit Stempeln, aber dann fällt mir leider dieser Stempel aus der Hand. Und da stempel ich dann einfach nur mit drüber, damit das nicht so auffällt. Ich verwende außerdem nur diesen Spiralstempel. Den verwende ich mit einem blauen Farbton. Und ich stempel den auch nicht komplett auf die Seite, sondern einfach nur so teilweise, um so ein bisschen Textur zu kriegen.
Ich habe wie immer alle Stempel, die ich verwendet habe, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr außerdem einen Link zu meinem Blogpost, da könnt ihr euch dann Fotos vom Projekt anschauen. Für meine Hauptmotive möchte ich gern Schmetterlinge verwenden und ich habe mir entschieden, ich stempel die auf so einen Jellyplate-Hintergrund, also mit der Jellyplate gestalteter Hintergrund. Ich habe da schon mal einen gestempelt, aber ich finde, dass der einfach mit dem Hintergrund nicht zusammenpasst, weil das ist beides so bunt und mit so vielen Linien und deswegen habe ich den einfach jetzt nur mal gestempelt in einem Bereich, wo weniger los ist im Hintergrund. Und die anderen Schmetterlinge, die stempel ich einfach auch in solche Bereiche und ich versuche dabei einfach ein bisschen eine Farbvariation zu kriegen, also dass dann nicht jeder Schmetterling gleich ausschaut. Zum Stempeln verwende ich das Stays On, weil das auf Acrylfarben eben einfach am schnellsten trocknet. Wenn ihr da Archival Ink nehmt, geht das auch, aber das dauert ein bisschen länger zum Trocknen. Ich schneide die Schmetterlinge dann aus und ich schneide die genau auf der schwarzen Linie und ich schneide auch die Fühler oben weg. Und damit die Fühler nachher wieder da sind, stempel ich die Schmetterlinge einfach direkt auch auf meine Seite. Und da kann man die wunderbar dann in diese schwarze Linie einkleben und man sieht das fast nicht, dass das ausgeschnitten worden ist. Und da sieht man den Grund, warum ich dieses EZ Mount nimmer gern hernehme, weil bei meinen ganzen alten Stempel halt das einfach nimmer. Das ist natürlich, ich gehe jetzt nicht so sauber mit denen um. Die werden schon mal ein bisschen dreckig und kriegen Stempelfarbe drauf. Aber wenn man die eben nicht total sauber hält, mit der Zeit und meinem Alter hält das nimmer und man kriegt aber dieses Zeug vom Stempel nimmer gescheit runter. Und ich lasse die jetzt mittlerweile immer so meine Stempel und ich klebe die entweder mit so einem Prittstift auf meinen Stempelklotz auf, kann man auch einfach mit einem Babytuch wieder abwischen oder also unsere Stempel, die halten auch wirklich so, wenn man da den Acrylblock ein bisschen feucht abwischt und den Stempel an der Rückseite, dann halten die ja so. Das Einzige, wo ich noch dieses Easy Mount verwende, das ist für größere Stempel wie Hintergründe oder Bordüren, einfach damit die ein bisschen stabiler werden. Aufkleben tue ich die dann alle mit einem Klebestick. Ich möchte jetzt gerne so einen Titel auf der Seite haben und da verwende ich einfach ein Wortstempel aus einem anderen Set. Ich stempel das nicht bloß einmal, weil ich finde, das schaut recht verloren aus. Ich stempel es einfach ein paar Mal in verschiedene Schattierungen, das heißt, ich tue jetzt da ein paar Mal abdrücken. Das gibt dem Ganzen ein bisschen Tiefe und ich finde, das schaut einfach schöner aus. Und das Ganze mache ich jetzt auch noch oben in der Ecke, weil wenn man das nur an einer Stelle macht, auf der Seite, dann wandert der Blick immer da hin und da bleibt er dann hängen. Wenn man das an verschiedenen Stellen auf der Seite hat, dann wandert der Blick eher über die Seite. Ich nehme jetzt nur so ein Pitt Artist Pen her und mal die Wörter, also ein paar von die Wörter an. Die Pitt Pens sind eigentlich echt super, weil die sind mit India Ink und die malen auf alle Oberflächen und die sind dann permanent. Deswegen eignen sich die zum Art-Journaling halt total gut. Was bei denen auch super ist, die trocknen nicht sofort, sondern wenn man da so ein bisschen Schattierungen mit denen machen will, dann kann man das einfach mit dem Finger verblenden, bevor das trocken ist.
Ja, und das war mein Video für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt vielleicht Lust gekriegt, jetzt auch ein bisschen zu stempeln und zu malen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns nächstes Mal. Pfiat euch!